Was habe ich im Netz gefunden? Was hat Ronny Ludewig geschrieben? Das habe ich jetzt heute noch nie. Wenn man unsere Seite verfolgt und auch die anderen Mitstreiter, fragt man sich manchmal, warum sind nicht Millionen auf der Straße? Warum sind Regierungsmitglieder, die unser Grundgesetz brechen, nicht im Gefängnis? Natürlich fehlt eine Protestplattform, die sich gegen den Turbokapitalismus und die grenzenlose Gier der Mächtigen auflehnt. Aber immerhin, wir arbeiten dran. Der andere Aspekt ist die grenzenlose Verblödung eines Großteils unserer Bevölkerung. Unser Land, nein, möglicherweise die ganze Welt, droht im Chaos, Finanzdiktatur, Umweltzerstörung, Krieg und Terror zu versinken. Tatsächlich sind aber die meisten konsumierten Medieninhalte banal, seicht und nur der Unterhaltung dienlich. Wer geht mit wem? Wer hat das dickste Auto? Wer simuliert im Reality-TV dieses Mal noch dümmer zu sein als der Konsument? Was gibt es Neues vom Promi XY? Das sind die großen medialen Fragen, die für 90-95% der Bevölkerung von Belang sind. Alle diese Menschen sind nahezu unerreichbar für die ernsthaften Herausforderungen unserer Welt. Und sie sind vor allem zu Hause, vor ihrem Fernseher zu Hause, statt auf der Straße zu sein. Oder sie gucken ins Handy, ihr wisst das, die neue Krankheit. Alles hoffnungslos? Nein. Gott sei Dank sind wir auf die Medien nicht angewiesen. Denn wir zusammenhalten. Wir haben inzwischen auch eine eigene Presse. Denn die erfolgreichen Proteste und Demos braucht es vielleicht 1% der Bevölkerung auf der Straße. Und immerhin tröstlich, jeden Tag wachen viele Menschen auf und werden langsam zu aufgeklärten Bürgern. Und wir werden stetig mehr. Genau aus diesem Grund hat sich auch diese Runde hier zusammengefunden und ich übergebe jetzt gerne das Mikrofon an Robert Stein. Ja, hallo Berlin, guten Abend. Keine Musik, sondern jetzt Talkrunde noch einmal zum Schluss von diesem Abend. Es geht um das große Thema von uns allen heute hier, Frieden. Und wohin geht es eigentlich mit diesem Thema? Dazu darf ich heute hier mit euch sprechen. Wir haben Gäste hier bei uns auf der Bühne. Ich möchte sie euch kurz vorstellen. Zu meiner Rechten, zu eurer Linken sitzt Rico Albrecht. Rico ist Systemanalytiker von der Wissensmanufaktur, oder da ist er zumindest der Moment Mikrotausch. Test 1-2. Hört ihr mich gut? Könnt ihr mich hören? 1-2, 1-2, wunderbar. Ja, Rico Albrecht sitzt bei uns mit auf der Bühne und er ist der wissenschaftliche Leiter der Wissensmanufaktur. Er wird uns da seinen Sachverstand mitbringen heute in diese Diskussion. Dann habe ich die Mama der Wahnmachen hier, die Jenny Friedham, die seit Anfang an mit dabei ist und die unermüdlich mit ihrem Starmobil oder mit der Homebase, wie nennst du es? Das Mutterschiff, mit dem Mutterschiff immer wieder auf den Mahnwachen dabei ist, also seit Anfang an ein Urgestein der Mahnwachen. Dann darf ich begrüßen den Klaus Hartmann vom Freidenkerverband, der ist da der Vorstand, Bundesvorstand sogar, auch von Anfang an mit bei den Mahnwachen dabei gewesen, ein großer Unterstützer der Bewegung von Anfang an. Und dann ein Freund von mir, der zusammen mit dir aus München angereist ist, Erich Hambach sitzt zu meiner Rechten. Wir sind aus dem Süden der Republik gekommen, heute nicht zum Fußballspielen, sondern um das Thema Frieden voranzubringen. Und meine Persönlichkeit, ja, mein Name ist Robert Stein, ich bin freier Journalist und Teil des Noviso Filmteams. Wir machen einen kleinen Beitrag von dem hier. Und ja, wir steigen einfach ein ins Thema Frieden. Das ist ja irgendwie eine schwindende Ressource, habe ich so das Gefühl. Wir alle haben ja mit 10.000 Menschen gerechnet und was wir hier heute versammelt haben, das dürfte so der harte Kern sein dieser ganzen Friedensbewegung. Also Hardcore, würde ich jetzt mal sagen. Da könnt ihr euch alle selber mal auf die Schultern klopfen, dass ihr heute es geschafft habt, hierher zu kommen. Also, herzlich willkommen in Berlin. Wir gehen rein ins Thema Frieden. Ja, wir
wir sind den ganzen Tag alle auch etwas, wie soll ich sagen, ja, nicht konsterniert, sondern wir haben uns alle gefragt, woran liegt es denn eigentlich, dass wir heute nicht 10.000 Menschen hier haben, sondern wirklich nur einen harten Kern von, ja, so ein bisschen wie das Dorf der Gallier, der Unbeugsamen, der Unbelehrbaren, die mit dem Zaubertrank der Wahrheit hier ausgestattet sind. Herr Hartmann, Sie haben die Mahnwache von Anfang an, oder wir, haben, ja, wir sind per Du, Klaus, wir haben vorhin gesagt, wir machen alle per Du hier. Klaus, du hast die Mahnwache von Anfang an begleitet, seit 4 Jahren jetzt schon immer wieder alles mitbekommen von Anfang an. Was ist so deine Wahrnehmung der Bewegung in der jetzigen Zeit, gerade was heute betrifft? Ja, schönen guten Abend zunächst mal. Insbesondere möchte ich nicht bei der schönen Suppe stören. Lasst euch nicht beeinträchtigen, weil es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, heißt es in dem schönen, bekannten alten Arbeiterlied. Von daher bitte Mahlzeit. Zunächst mal, wenn ich die heutige Veranstaltung anschaue, fallen mir verschiedene Probleme ein. Erstens gibt es organisatorische Probleme, weil es gibt Mahnwachen, mehr als manche wissen, die im Lande keine Einladung erhalten haben. Und es gibt andererseits auch das Problem, es findet heute natürlich eine ganze Menge von sonstigen Protestaktionen statt. Insbesondere in Frankfurt am Main, der nach unmittelbarer Nachbarschaft, wo ich herkomme, findet heute ein ganztägiges Fest der palästinensischen Gesellschaft und deutscher Unterstützer statt, die sich gegen die entsprechende Bundesregierungs- und Medieneinheitskampagne wenden, die da lautet: Ein Herz für Kriegsverbrecher Netanyahu, und dagegen und für die ermordeten Palästinenser durch die israelische angebliche Verteidigungsarmee gehen heute, wie gesagt, in Frankfurt, ich hoffe, auch nicht viel weniger auf die Straße, als wir heute hier sehen. Ansonsten will ich sagen, das Problem mit den Mahnwachen war ja, da erzähle ich euch alles, nichts Neues, von Anfang an im Fokus der Herrschenden und der Medien Mordrufkampagnen und der Niedermachaktionen, weil dass sich etwas außerhalb der von ihnen kontrollierten Bahnen entwickelt, das darf einfach nicht sein. Zum Schluss käme es ja eventuell wieder zu Bewegungen, wie wir sie noch in den 1980er Jahren mit den Massendemonstrationen im Bonner Hofgarten hatten, und auf das Nie wieder Krieg der Friedensbewegung haben die Herrschenden damals nie wieder Friedensbewegung, zumindest nicht eine solche massenhafte, gesetzt. Und von daher musste freilich von Anfang an die Diskriminierung dieser Bewegung hier einsetzen. Und dafür wurden ja eine inzwischen ja in Bataillonsstärke Reihe von Beschimpfungen und kompromittierenden, kriminalisierenden Sprüchen erfunden, die gingen von rechts offen, die gehen über Verschwörungstheoretiker, über Antisemiten, über Homophobe und alles das, was wir hier angeblich sein sollen. Und das Problem ist, dass es sich in manchen Teilen der Friedensbewegung zwar inzwischen rumgesprochen hat, dass man diesen Beschimpfungen nicht folgen darf, dass man nicht zusammenzucken darf, dass man nicht vor diesen Gesslerhüten grüßen darf, dass man ihnen insbesondere nicht in der eigenen Bewegung einen Resonanzboden verschaffen darf. Aber bei allem hat es sich eben noch nicht rumgesprochen. Und von daher haben wir meiner Ansicht nach alles zu tun, um diesen Brunnenvergiftern, um diesen Hilfswilligen der Kriegstreiber das Handwerk zu legen und entschieden in die Parade zu fahren. Also ja, danke. Also mal abgesehen von den organisatorischen Problemen oder auch von anderen Veranstaltungen, aber warum ist es heute so, dass das Thema Frieden
so wenig Menschen anzieht, wenn ich mich zurückdenke an meine Jugend, NATO-Doppelbeschluss in den 80er Jahren, das hat ja Millionen Menschen auf die Straßen getrieben. Ist es denn jetzt heutzutage nicht mehr wichtig für die Leute? Fehlt ein Bewusstsein für dieses wichtige Thema? Jenny, wie hast du das wahrgenommen, gerade auch jetzt im Hinblick auf die letzten 4 Jahre? Sind die Menschen leid, dieses Thema? Können sie sowieso nichts daran ändern? Oder was denkst du, warum das so abflaut? Ich denke mal, erstens, die meisten Menschen glauben, wir leben im Frieden, weil die Frieden nur ballistisch verstehen, Krieg und Frieden. Es gibt aber viele Arten von Kriege, Meinungskriege zum Beispiel. Das zählt für mich auch zum Frieden, meinen Frieden mit der Meinung anderer Menschen zu machen. Und zum anderen haben wir jetzt das Internet. Und da denkt jeder, ja wieso, ich bin doch in verschiedenen Friedensgruppen, ich poste hier, ich poste da, jede Menge kritische Artikel, wozu soll ich dann noch auf die Straße gehen? Jeder sieht doch, was ich denke. Das macht, denke ich, auch was aus. Am Anfang, ja gut, das Zusammenkommen. Mittlerweile sehe ich das aber auch so. Es sind ganz viele Leute aus der Mahnwachenbewegung, die Tausende, die mal bei uns waren, inzwischen dazu übergegangen, zu Hause im stillen Kämmerlein an ihrem ganz persönlichen Frieden, zum Beispiel mit den Nachbarn, mit der Verwandtschaft, Frieden mit der Natur, mit den Tieren zu arbeiten. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man zu Hause seine, Autarkie versucht zu betreiben, man hat eine Menge um die Ohren. Das ist, das denke ich mal, das spielt alles eine Rolle mit. Also Gründe gibt es bestimmt mehr als Jahre auf dem Kopf. Also glaubst du, dass die Menschen heutzutage eher zu Hause sitzen wollen, weil es viel bequemer ist, wenn man mit einer Mail natürlich 1000 Leute im Verteiler erreichen kann, desto viel einfacher wie den weiten Weg nach Berlin zu fahren? Ist das die Generation Head Down oder der Homo Digitalensis, wie sie auch heißt, dass die Menschen anstatt auf die Straße zu gehen, lieber auf die Tastatur hauen? Ja, sie denken halt, sie tun etwas, wenn sie in die Tastatur hauen. Jeder hat ja so seine eigenen Vorstellungen davon, was wirksam ist. Und wenn ich jetzt ein YouTube-Video mache und hochlade, dann sehe ich ja anhand der Klicks, wie viele Leute das gesehen haben. Ich kann meinen Erfolg messen. Wenn ich hier jetzt sitze und da draußen irgendwas erzähle, da gibt es keinen Counter, der mir sagt, so und so viele Leute haben mir zugehört. Ich weiß es nicht. Ich kann meinen Erfolg nicht messen. Ich bin jemand, ich sage, das muss ich auch gar nicht. Weil ich ganz genau weiß, die Leute gehen nach Hause, jeder mit einer anderen Idee. Was sie daraus machen, liegt nicht in meiner Verantwortung, aber irgendwas machen die damit. Ich werde es nie erfahren und ich muss es auch nicht. Ich kann einfach mir sagen, ich bin davon überzeugt, zum Beispiel mit sowas wie meinem Mutterschiff erreiche ich Leute, sie lesen es, ob sie wollen oder nicht, mit Bewusstsein oder Unterbewusstsein. Und irgendwann macht ihr Unterbewusstsein damit irgendwas und spült es an die Oberfläche ihres Bewusstseins. Und dann passiert was. Das erfahre ich nicht. Aber das macht mir auch nichts. Und darum bin ich davon überzeugt, dass auch solche Veranstaltungen durchaus ihre Berechtigung haben. Und ich persönlich ziehe viel Kraft daraus, hier die Aktivisten, viele von denen kenne ich, zu sehen, von denen begrüßt zu werden, wenn dann einer schreit, ey Jenny und so, das ist toll. Man fühlt sich aufgehoben, das ist viel besser als alleine zu Hause zu sitzen. Und ich kann eigentlich nur jedem raten, Leute, begebt euch einfach mal unter so coole Typen, wie die hier bei der Friedensbewegung sind. Ja, da könnt ihr ruhig lauter klatschen. Es ist einfach genial, diesen Spirit dann zu fühlen. Und das müsst ihr wirklich erleben, das erlebt ihr nicht am Bildschirm. Nico, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Du bist ja eher ein Mensch, der sich, wie gesagt, du bist Systemanalytiker, du bist in der Wissensmanufaktur unterwegs, deine Themen sind auch Finanzthemen, du hast auch das große Bild im Auge. Aber warum ist das Thema Frieden für dich so wichtig und warum bist du heute hier? Was ist so dein innerer Antrieb? Ja, das ist auch ein ganz persönlicher Antrieb. Wir brauchen den Frieden. Ja, alle. Ich meine, da braucht man sich nicht über andere Geldsysteme, über die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft Gedanken zu machen, wenn nicht die Grundlage dafür da ist, nämlich, dass wir erstmal irgendwie friedlich miteinander zusammenleben. Also sonst, das ist ja eine ganz andere Ebene. Wenn wir jetzt mit Konflikten untereinander auch innerhalb der Friedensbewegung beschäftigt sind, dann können wir uns über andere Fragen ja gar nicht mehr austauschen. Also wir müssen ja erstmal die Basis dafür schaffen, wieder in die Lage zu kommen, auch kulturell uns so weiterzuentwickeln, dass wir eine höhere Stufe erreichen können.
im Geldsystem und in anderen Sachen. Wenn wir jetzt aber uns mit Zwistigkeiten, mit Teile und Herrsche beschäftigen hier hin und her, dann kommen wir gar nicht mehr in die Lage, sowas mal in Angriff zu nehmen, was wir in der Wissensmanufaktur entwickeln. Wir versuchen ja, nachhaltige Finanz- und Gesellschaftssysteme zu entwickeln, friedlich, die auch den Frieden wieder ermöglichen. Aber momentan sehe ich ja hier schon auch eine gewisse Gefährdung, dass wir überhaupt jemals als Menschheit wieder auf so ein Level kommen, dass wir so grundsätzliche Fragen stellen können, weil wir ständig mit irgendwelchen anderen, kleineren Konflikten beschäftigt sind. Was meinst du für kleinere Konflikte? Ja, schon allein die Spaltung, sagen wir mal, auch in der Friedensbewegung gibt es ja auch immer wieder eine gewisse Spaltung. Wir müssen natürlich erstmal es schaffen, hier als Friedensbewegung, also wenn es die Friedensbewegung nicht schafft, Frieden in sich herzustellen, wie soll es dann die gesamte Gesellschaft schaffen? Oder wie sollen es dann noch unterschiedliche Gesellschaften schaffen, miteinander auszukommen? Da müssen wir ja erstmal Wege finden, intern Frieden herzustellen. Das heißt, es geht um die Frage, wie gehen wir miteinander um? Wie diskutieren wir? Wie erörtern wir erstmal, was der andere wirklich meint, bevor wir dann anfangen, das zu zerlegen, weil wir unbedingt Recht haben wollen. Die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören, erstmal genau zu analysieren, was meint er denn überhaupt wirklich, bevor ich irgendeinen Schwachpunkt, vielleicht verdrehe ich ihm noch die Worte so ein bisschen im Mund, um da einen Angriffspunkt zu finden. Das ist ja Angriff, ist dann auch wieder Krieg. Und da versucht jeder besser zu sein als der andere. Ich denke, wir brauchen zuerst mal wieder eine gewisse Kultur des Hinhörens und auch was die Jenny gerade gesagt hat, wenn wir versuchen hier irgendwie über Facebook und YouTube Tausende oder Zehntausende zu erreichen, das hat eine ganz andere Qualität. Wir haben eine viel höhere Qualität, wenn wir einem Menschen mal in die Augen schauen können und mal einen Tag auch mit diesem Menschen verbringen, um mal wirklich zu erfahren, was meint denn der eigentlich? Da wird ja erstmal ein bisschen, werden Hemmschwellen abgebaut, man hört mal genau hin und stellt dann fest, ach so, das ist ja gar kein böser Mensch, sondern der hat einfach nur eine andere Sicht auf die Dinge, die auch berechtigt ist. Und wenn ich mal mich in seine Sicht versetze, dann kann ich ja vielleicht seine Argumente mal nachvollziehen. Und dann sollten wir versuchen, das wirklich systematisch auch aufzudröseln. Bis zu dem Punkt, wo wir wo die Abweichung stattfindet in unseren verschiedenen Sichten. Und dann versuchen, den herauszuarbeiten, sachlich, logisch vorgehen und genau analysieren und dann wieder neu zusammenfügen. Und so kommen wir auch in unserer Diskussionskultur hier weiter. Und das ist ja mal die Voraussetzung dafür, dass wir dann auch gesamtgesellschaftlich weiterkommen. Wenn du sagst, dass die Friedensbewegung sich gespaltet hat, denkst du, dass die Ursache darin liegt, dass einfach Gruppen in sich immer so unterschiedlich sind, dass es da zwangsläufig zu Spaltungen kommt? Oder wurde diese Spaltung von außen reingetragen, um so eine Bewegung, die auch die Kraft hat, um was zu verändern, vielleicht doch von Anfang an zu zerstören? Frage an alle euch. Also Erich, vielleicht mal deinen Standpunkt gleich mal als erstes. Denkst du, dass diese Spaltung, die da relativ von Anfang an schon da war in der Friedensbewegung, dass das intern kam, weil der will nicht mit dem, weil der hat mit dem schon geredet und der hat mit dem wieder, weil das kann mit dem nicht? Oder ist das von außen reingetragen worden? Also ich denke, es ist beides. Zum einen ist, wenn eine Bewegung die Fahrt aufnimmt, die größer wird, wo erkennbar oder geht was, da wird was bewegt, wird immer sehr schnell von außen was hineingetragen. Ich habe das letztes Jahr ja selber erlebt. Ich habe die Bewegung Friedensweg ins Leben gerufen und habe im Mai 2017, letztes Jahr, weltweit etwa 1 Million Menschen für Frieden auf die Straße gebracht, also auf allen Kontinenten, in allen Ländern der Welt so gut wie. Und da war sehr schnell dann Mainstream-Medien an Bord, haben dann Tatsachen verdreht und dann kommt natürlich irgendwo auch mal einer rein, der es vielleicht nicht so gut meint. Also da gibt es sicher Aspekte, dass von außen dann in Bewegungen die Fahrt aufnehmen, einfach was reingebracht wird. Aber es ist auch innerhalb, ich möchte mir da ein bisschen selbstironisch das Thema Ego ansprechen, was der Rico auch gerade gesagt hat. Es geht dann sehr viel um die letzten 5%, wo man vielleicht eine andere Meinung ist und da habe ich mehr Recht als der oder die andere und ich werde nicht gesehen, anstatt sich mehr auf die 80-90% zu konzentrieren, verdammt nochmal, wo wir uns alle einig sind, eben wir wollen Frieden, die Sehnsucht der Menschen nach Frieden ist riesengroß und da liegt es natürlich schon auch an den einzelnen Aktivisten, an den Grüppchen innerhalb der ganzen Bewegung ein bisschen selber. Das sind so die beiden Aspekte, die ich sehe. Also es kommt von außen, aber auch von innen. Und das ist ja überhaupt das Thema, so innen wie außen. Und du kannst den Frieden im Außen nie erreichen, wenn du im Inneren keinen Frieden hast. Also
solange du dich noch über den Nachbarn aufregst, der vor 30 Jahren mit dem Acker über deinen Rasen gefahren ist und die Generationen nicht mehr miteinander reden, weil der den Grashalm damals nicht wieder aufgerichtet hat. Also solange das noch ein Thema ist, sich nicht zu vertragen, solange brauchen wir es über Frieden in der Welt auch noch nicht unterhalten. Ganz nah am Mund halten, sonst hört man es nicht. Also wie du gerade gesagt hast, man kann den Frieden im Außen nicht erreichen, wenn man ihn im Inneren nicht hat. Das gilt sowohl für den einzelnen Menschen, als auch innerhalb einer kleinen Gruppe, wie zum Beispiel der Familie, oder eben in einer Gruppe, wie wir hier sind, und so weiter. Das geht ja immer weiter auf, dieses Prinzip. Der Frieden im Inneren, der fängt ja ganz bei mir selber erstmal an. Ich muss ja erstmal mit mir ins Reine kommen. Ich muss erstmal in der Lage sein, zu erkennen, was in meinem Kopf gerade sich abspielt. Ob da vielleicht irgendwas abläuft, was irgendeine Aggression, ich kann durch Selbstreflexion vielleicht sogar im Vorfeld erkennen, was treibt mich da gerade an. Ist es das Ego, was unbedingt will, dass ich jetzt hier Recht habe, obwohl ich eigentlich schon weiß, ich habe gar nicht Recht, das kann ja auch mal sein. Also es fängt ja mit der Selbstreflexion an, in sich selbst. Wenn wir alle das lernen, mit Selbstreflexion uns selbst zu beobachten, dann können wir das auch im Umgang mit anderen tun. Und dann kann das nach außen immer weiter wachsen. Also deswegen finde ich ein Zitat so wichtig. Man kann den Frieden im Außen nicht finden, wenn man ihn im Inneren nicht hat. Also fangen wir bei uns selber an. Oder wie Gandhi ja auch gesagt hat, sei du selbst der Wandel, den du dir wünschst für die Welt. Also ich muss erstmal in mir schauen, wo ist der Unfrieden in mir selbst? Da schließe ich mich mit ein. Ich bin da auch noch nicht perfekt in der Selbstreflexion. Ich muss immer wieder zurückdenken, was habe ich da gerade gesagt, war das richtig, wie bin ich mit den Menschen umgegangen, war das korrekt, entsprechend dem, was ich gerade gesagt habe oder nicht. Und dann muss ich auch diese Selbstreflexion, die sollten wir alle, da können wir hier euer Vorbild sein, wir können diese Kultur einführen in unsere Gesellschaft, jeder für sich, und das langsam von innen nach außen wachsen lassen, dann kann so eine Gruppe hier homogener oder friedlicher miteinander umgehen, dann kann es eine Stadt, dann kann es ein Bundesland, dann kann es irgendwann auch ein Staat, und dann können es auch irgendwann alle Staaten miteinander, wenn wir von innen nach außen das aufbauen. Warum streiten? Warum streitet man in der Friedensbewegung? Ich will sagen, es ist nicht unbedingt vom Übel. Nicht jeder Streit ist schlecht. Nicht jeder Streit ist. Wenn ein Streit mit Argumenten ausgefochten wird, mit dem Ziel, andere zu überzeugen, und man die Argumente des anderen auch anhört, dann ist das gut und nicht schlecht. Wenn das Ziel des Streits sein soll, den anderen zu vernichten, niederzumachen, ihm seine Ehrlichkeit abzusprechen oder ähnliche Dinge, dann ist das natürlich kein kulturvoller Streit. Um welchen Streit sollte es aber in der Friedensbewegung tatsächlich gehen? Wir müssen darüber diskutieren, dass wir, wie wir mit der NATO umgehen zum Beispiel. Wir müssen darüber diskutieren, die Bundesregierung ist die Verpflichtung eingegangen, bis zum Jahr 2024 den Rüstungshaushalt zu verdoppeln. Das ist sie beim NATO-Gipfel in Dublin schon 2014 eingegangen. Was folgt daraus? Die Friedensbewegung macht eine große Unterschriftenkampagne, abrüsten statt aufrüsten. Das ist ja soweit erstmal nicht schlecht. Aber eine andere Konsequenz lautet doch so: Diese Verpflichtung zur Verdoppelung des Rüstungshaushalts gilt nur für NATO-Mitglieder. Wer nicht Mitglied der NATO ist, muss das also auch nicht machen. Daraus folgt doch eigentlich, wenn man eins und eins zusammenzählt, die Schlussfolgerung: raus aus der NATO. Jetzt, weil,
Jetzt weiß ich natürlich, dass nicht in allen Teilen der Friedensbewegung dieses so akzeptiert oder auf die Fahnen geschrieben wird. Trotzdem bleibe ich dabei, dass ich die volle Agitationsfreiheit, nenne ich das mal, in der Friedensbewegung haben will, um das auch entsprechend dort vertreten zu können. Und daran werden wir unablässig weiterarbeiten. Und etwas anderes, was in der Friedensbewegung diskutiert, nein, auch bekämpft werden muss, ist die Losung, naja, ein bisschen Recht hat die Bundesregierung ja, wenn der Milosevic als das Übel bezeichnet wurde oder der Saddam Hussein oder der Al-Gaddafi oder jetzt der Assad oder auch der Putin. Diese Versteherrolle, mit der man sich eventuell bei irgendwelchen Linkisten im Parlament noch einschleimen möchte, von dieser Haltung muss man allmählich wirklich Abstand gewinnen und keine gleiche Distanz zu den Aggressoren einerseits und den Opfern andererseits zulassen. Unsere unbedingte Solidarität gehört immer den Angegriffenen und den Opfern. Und kein Fußbreit und auch kein Argument des Zugeständnisses an die Kriegstreiber. Das sind Dinge, um die wir ringen müssen. Und um was wir in der Friedensbewegung noch ringen müssen, ist, dass wir uns hier nicht so 150%ig dass wir jedem hier, der mitmachen will, unbedingt in den Arsch gucken müssen. Ob der jetzt von links oder ob er von rechts kommt. Ich bin persönlich von Haus aus nebenbei bemerkt Kommunist. Aber warum soll einer, der politisch rechts steht, nicht am Frieden interessiert sein? Am Überleben sind wir doch alle interessiert. Und von daher können wir diese Spalterei einfach nicht zulassen. Das fängt ja schon an, dass der Willy Wimmer nicht mehr auftreten soll, weil der sich in falsche Gesellschaft begibt, weil der im falschen Verlag publiziert und ähnliche Sprüche. Und das ist etwas, was wir sowas von entschieden zurückweisen und bekämpfen müssen. Dafür lohnt sich der Streit in der Friedensbewegung aber unbedingt. Also zum Thema Streit bin ich einerseits schon gut dabei, dass wir uns auseinandersetzen dürfen, zu Themen auch aneinander reiben. Ich mache aber für mich auch immer wieder die Beobachtung, dass das Thema Bekämpfen, gerade einander bekämpfen, den Konflikt hier eher auch oftmals vertieft und verschärft. Das ist wie in der Psychologie, man muss erstmal das Problem vertiefen, ein paar Jahre lang in der Therapie, und wenn es dann groß genug vertieft ist, dann kann man es auch bearbeiten. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wir Themen benennen und Probleme ansprechen. Die müssen schon ins Bewusstsein der Menschen kommen. Aber wir sollten uns dann auch immer nicht nur im Kampfmodus befinden, gegen irgendetwas zu sein, sondern eben auch für etwas zu sein. Und ich nehme heute hier aus Berlin ein wunderbares Geschenk schon mal mit. Ich habe vorhin eine Dame gesprochen, die bringt jetzt in den nächsten Monaten ein Buch raus, 200 Seiten, wo sie nur Lösungen beschreibt. Und sie wurde im Prinzip in der Friedensarbeit zu diesem Werk inspiriert Anfang des Jahres. Und ich habe ihr versprochen, dieses Werk jetzt auch demnächst groß zu bewerben in den ganzen Verteilern. Und wenn wir mehr in die Lösung gehen, dann können wir auch was Neues kreieren. Ich habe für mich gelernt, die Lösung wird nicht vom System kommen. Und wenn Wahlen was ändern würden, wären sie auch nicht erlaubt. Nebenbei bemerkt, wir haben ohnehin nur die Wahl des Farbe vom Gartenzaun zu bestimmen mit der nächsten Wahl, aber die Inhalte werden sich nicht großartig verschieben und die Lösung wird eben nicht vom System kommen, sondern wir selber, wir Menschen sind gefordert, Lösungen zu erarbeiten und es einfach neu zu kreieren. Und ich habe das einfach in eigener Erfahrung jetzt die letzten Jahre immer mehr erlebt. Ich halte eben nicht nur Vorträge oder schreibe Newsletter, natürlich nutze ich diese Medien zum Informieren über Themen. Man hat schon
Reichweite, aber wirklich passieren tut nur etwas dort, wo wir in die Handlung gehen, in die Action gehen und der Frieden schaffen mit Nachbarn, wie du gesagt hast, Rico, oder beim Pilgerweg. Wir haben letztes Jahr einfach dann beschlossen, unterwegs, lass uns doch einen Permakulturgarten machen. Da kommen 20 Menschen die Woche immer wieder zusammen, die gehen miteinander ins Gespräch, die gucken sich in die Augen, die pflanzen Bio-Food an, günstiger und besser kannst du es eigentlich gar nicht kriegen. Und man ist von den sozialen Medien ein bisschen weg. Also da gibt es tausende von Beispielen, die ich jetzt aufzählen könnte, die auch tatsächlich passieren. Und ich sehe es eben überhaupt nicht, dass die Friedensbewegung abnimmt und kleiner wird. Im Gegenteil, die wird immer größer. Also wir sind so viele, wir müssen nur mehr erkennen, wie viele wir eigentlich sind. Auch wenn es heute hier nur ein paar wenige sind. Aber es sind sicherlich hunderte von Millionen Mitglieder der Friedensbewegung weltweit in allen Ländern. Keiner der Menschen will durch Krieg, das sind immer nur ein paar ganz wenige, meistens von oben oder geopolitisch motiviert, die uns in diese Kriege immer wieder hineintreiben, hinein zu manipulieren versuchen. Aber da sollten wir gar nicht so sehr darauf achten, was die da oben alles machen. Wir sollten uns einfach stark machen, auf die eigenen Fähigkeiten besinnen. Wir haben so viele Talente, die ganzen Juwelen, die ich hier vor mir sitzen sehe, jeder mit eigenen Gaben, mit eigenen Fertigkeiten, mit Kenntnissen. Wir müssen uns nur vernetzen. Auch das ist ein Riesengeschenk dieser Mannbacher hier, dass wir uns heute wieder mit neuen Kontakten vertiefen, vernetzen, das weitertragen und einfach zu Hause vor der Haustür in die Umsetzung gehen und nicht überall auf der Welt. Und wenn jeder vor der Haustür Frieden macht, dann haben wir auch einen Riesenschritt gemacht. Das wünsche ich uns allen. Was ich hier so raushöre, ist wirklich also mehr in die Tat zu kommen, dass man nicht nur vorm Computer sitzt und immer in die Tastaturen haut, sondern wirklich aktiv selber wird. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn mich irgendjemand fragt, beim Bäcker oder im Supermarkt oder sonst irgendwo, haben Sie sonst noch einen Wunsch, dann sage ich, ja, ein Stückchen Weltfrieden hätte ich gern noch, darf auch ein bisschen mehr sein. Und ich habe noch niemand erlebt, der gesagt hätte, finde ich scheiße. Noch niemand, auf der gar keinen, noch never ever, ich habe das jetzt schon tausendmal gemacht ungefähr. Das Einzige, was ich immer wieder höre, ist, ja, ist leider aus zurzeit. Ja, gibt es heute nicht. Ist heute schlecht im Angebot und so. Was ich damit sagen will, wir müssen, glaube ich, die Rolle der Medien nochmal kurz beleuchten, weil da wird ja auch eine gewisse Feindbildgenese getrieben. Ja, also so man, wie man Feindbilder aufbaut. Wir sitzen ja vor diesem wunderschönen Gebäude, wo diese Flagge hängt und ich glaube, die Menschen, die da drin sind, sind keine schlechten Menschen. Das sind auch keine Feinde, die sind vielleicht nur schlecht informiert oder intro. Aber es sind keine schlechten Menschen. Und wie wir mit den Medien umgehen oder wie die Medien mit uns umgehen, da bist ja du ein gutes Beispiel dafür. Also Erich hat letztes Jahr einen großen Friedensweg organisiert, tagelang durch die Landschaft marschiert, mit vielen, vielen Menschen auf der ganzen Welt wurde das beachtet und hat viel Resonanz erzeugt. Und dann kam ein Bericht vom Bayerischen Rundfunk, wie man ihn begleitet hat, wochenlang, um das Ganze mehr oder weniger zu dokumentieren. Und dann wurde der Frieden, ja, so nach dem Motto, Frieden ist ja ganz schön, aber von solchen Leuten, also bitte. Also man hat dich in eine gewisse bräunlich gefärbte Ecke stellen wollen, um das Ganze zu diskreditieren. Wie hast du denn das wahrgenommen? Was ist denn da passiert in dieser Zeit? Ja, sehr danke, dass du das nochmal ansprichst. Ich habe das für mich so wahrgenommen. Im ersten Moment war ich natürlich sehr geschockt, nachdem mir der Bayerische Rundfunk versprochen hat, er macht eine positive Dokumentation über die Friedensbewegung, woran ich glaube, also tolle Geschichte. Und wie man dann die Sendung, wie du auch gesehen hast, erleben musste, wenn man dann so hingestellt wird, war der erste Impuls, oh, das tut schon irgendwo weh. Wie kannst du dich da wehren? Musst du dir das eigentlich bieten lassen? Ich habe dann auch eine Menge Mails bekommen. Hier hast du 100.000 Euro, verklag doch den Intendanten vom Bayerischen Rundfunk, das kannst du nicht gefallen lassen. Und ich habe dann aber für mich entschieden, in der ersten Sekunde nicht in den Widerstand zu gehen, das eben nicht zu korrigieren oder mich da auf irgendwelche Schlammschlachten einlassen, wollte ich eben nicht tun und habe das an mir sozusagen vorüberziehen lassen und habe dann einfach sehr viel Resonanz, sehr viel Zustimmung bekommen und eins davon war zum Beispiel, also Erich, wenn du dich so bekämpfen, machst du irgendwas richtig und das hat ja auch schon immer wieder einer der großen Denker gesagt, also je größer die Diskreditierung, desto ernsthafter und wichtiger die Botschaft, die jemand zu verbreiten hat. Und das ist mir jetzt auch dieses Jahr schon wieder passiert. Da hat ein Top-Journalist aus der Schweiz an Ostern wieder einen Riesenartikel geschrieben über so einen rechtsbraunen Esoteriker, der am Frieden angeblich interessiert ist. Also man merkt eigentlich immer mehr,
wie das System zappelt, wie sehr das scheinbar auch an der Wand steht. Und ich denke, je enger das für uns alle wird, für uns Aktivisten, desto mehr Schwierigkeiten wir kriegen. Jetzt die Datenschutzgrundverordnung, die neue, was da alles kommt, also desto näher ist auch die Freiheit, weil der Druck steigt immer mehr im Kessel. Irgendwann werden die Menschen aufstehen, irgendwann werden sie sich das einfach nicht mehr bieten lassen, dieses Theater. Und da passiert die Wende zum Guten im Grunde von ganz allein. Und ich bin da persönlich auch sehr dran gewachsen und konnte das Nicht-Kampf-Prinzip lernen und dann auch leben und habe das im Grunde einfach an mir vorüberziehen lassen. Und je weniger ich mich damit beschäftige, desto weniger ziehe ich negative Dinge an. Und die Unterstützung auf der positiven Seite, die ist riesengroß. Also der Friedensweg wird dadurch in diesem Jahr noch mehr an Fahrt aufnehmen. Und wenn wir zum Event aufrufen, lass uns was für den Frieden tun, da kommen aus dem Stand über Nacht 400, 500, 600 Leute. Es wird am Untersberg ein Friedensfest geben. Da kommen sicher 1000 Menschen oder mehr mit einem Live-Konzert. Wir tönen, wir tanzen, wir machen einfach Frieden selber. Also ich ziehe dort, um auf deine Frage zurückzukommen, einfach immer Energie raus, immer Kraft raus. Also nach dem Motto, habt ihr nicht noch mehr für mich? Also noch ein paar Berichte von der Qualität, dann ist der Frieden nicht mehr aufzuhalten. Ja, ich höre raus, dass du also in die Tat gehen willst. Du lässt dich davon nicht in diese negative Energie reinziehen. Aber wie seht ihr anderen das eigentlich, die Rolle der Medien? Also Frieden finden ja die meisten Leute toll, aber in unseren Medien wird das alles immer ganz anders kolportiert. Wie sollen wir damit umgehen, dass die Medien diese Bewegungen geradezu zerschießen und geradezu fertig machen? Jedermanns Sache. Aber ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen aus dem Anfang der Mahnwachen. Da gab es dann ja irgendwann diese Webseite oder Facebook-Gruppe Friedensdemo Watch. Und irgendwann schrieb mir jemand eine PN und sagt, Jenny, die ziehen aber echt über dich her. Echt, wo denn? Gib mal einen Link. Da habe ich mir das angeguckt und da stand dann irgendwas, ja, Lars Mehrholz, wer war denn noch, Stefan Bartonek und die rechtsradikale Jenny Friedheim. Okay, habe ich mir gedacht, jetzt das lässt du erstmal sacken, jetzt gehst du mal mit dem Hund Gassi und überlegst dir, was machst du da jetzt mit? Mein erster Impuls war wirklich ignorieren. Ich muss es ja nicht gelesen haben. Aber je länger ich mit dem Hund Gassi gegangen bin, desto mehr habe ich mir gedacht, nee, die kriegen eine Antwort von mir. Und das war dann aber so eine typisch norddeutsche Antwort. Und ich bin gut darin, Dinge zu sagen, die die Leute nicht erwarten. Ich habe dann einen Text geschrieben und habe gesagt, liebe Friedensdemo-Watch-Leute, endlich habt ihr mich wahrgenommen. Mich in eine Reihe mit Lars Mehrholz und Stefan Bartonek zu stellen, so viel Ehre, dass ihr mir das antut, finde ich echt klasse. Behaltet mich bloß auf dem Schirm, dann kennen die Leute mich vielleicht auch mal ein bisschen in der Friedensbewegung. Danach war Ruhe im Puff. Ich habe von den Friedensdemo-Watch-Leuten seitdem nichts mehr gehört. Und so gehe ich eigentlich mit jedem um, auch wenn ich Videos mache und jemand da irgendwie so komische Kommentare drunter schreibt, dann komme ich mit der Bremerhavener Kodderschnauze und sage im Zweifelsfall einfach nur, na und? Und ich finde, das sollte man öfter sagen, na und? Denk doch, was du willst. Ich weiß, was ich von mir zu halten habe. Du weißt es nicht, du kennst mich gar nicht. Ich kenne mich aber ganz genau. Ich weiß es besser als du, also halt die Klappe. Fertig ist der Lack. Und ich sag mal, wenn man den Leuten so kommt, das sind die nicht gewöhnt, das erwarten die nicht. Und da fällt denen dann auch nichts mehr zu ein, das kriegen die nicht gewechselt. Und ich bin sehr dafür, gerade diesen Leuten, die immer nur auf Angriff gepolt sind, die immer nur darauf Wert legen, das Haar in der Demosuppe zu suchen, das habe ich mal so gesagt, oder das Haar in meiner Videosuppe zu suchen. Wenn die nichts Besseres zu tun haben, dann dürfen die von mir nicht erwarten, dass ich wahnsinnig höflich mit denen umgehe. Ich beleidige die nicht. Aber ich sag denen klipp und klar, ihr könnt mich kreuzweise. Ich hab euch nicht lieb, ihr habt mir nicht lieb. Also was wollt ihr von mir? Geht einfach. Ja, das ist halt meine Art, aber ist, wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache. Aber man darf auch ruhig mal ein bisschen frech sein. Und wenn die Leute dann dadurch das nicht mehr gewechselt kriegen und denen dadurch der Mund gestopft wird. Also bis jetzt, in all den Jahren seitdem,
Das sind ja mittlerweile fast 4 Jahre, seitdem das gewesen ist. Es hat also wirklich kaum mal jemanden gegeben aus dieser Riege professioneller Nörgler, die sich getraut haben, sich mit mir nochmal in Clinch zu begeben. Ich, natürlich, jetzt wieder dünnes Eis, ne? Kann ja sein, der Nächste, der das Video hier sieht, der dann sagt, oh, der Jenny, der gebe ich jetzt aber ordentlich mal Zunder. Leute, da wo ihr hingerochen habt, nein, das führe ich jetzt nicht bis zu Ende aus. Ja, Rico, ich würde gerne deine Meinung noch hören, gerade was die Rolle der Medien angeht. Also wir sehen es ja wirklich, egal um welchen Konflikt es geht, ob das jetzt in Nord- und Südkorea ist oder auch jüngste Konflikte in der Ukraine, daran hat sich ja auch die ganze Mahnwachenbewegung mehr oder weniger gegründet. Wie siehst du denn die Rolle, die unseren Massenmedien heutzutage eingehen oder einnehmen? Ja, die erfüllen ihre Rolle ja hervorragend, aber ihnen wird halt leider immer oder sehr oft eine falsche Rolle zugeschrieben. Die Medien haben ja nun mal einfach nicht die Aufgabe, irgendwas für Frieden oder für die objektive Information der Gesellschaft zu tun. Das ist nicht ihre Aufgabe, das sind private Konzerne, die haben eine Aufgabe und ein Ziel, das heißt Gewinn machen. Und dafür gibt es andere Strategien. Und wenn die Strategie darin besteht, dass Krieg eben zu mehr Einnahmen bei den Medien führt, dann müssen die das machen, ob es die Menschen, die da drin arbeiten wollen oder nicht. Die müssen ja alles tun, um ihren Konzern nach vorne zu bringen. Die müssen ja versuchen, mit allen Politikern, die Einfluss haben, gut klarzukommen, sonst kriegen sie ja gar kein Interview. Und der Interviewte hat genauso ein Interesse daran, sich gut zu stellen mit dem Journalisten, weil er ja sonst nicht gut dargestellt wird. Das heißt, hier entsteht ja schon mal ein Klüngel, eine gegenseitige Abhängigkeit. Aber man muss auch so ehrlich und fair sein und sagen, so ähnlich haben wir das in der Aufklärungsbewegung auch. Da gibt es andere Journalisten und die reden hier mit den Menschen, die auf dem Podium hier zum Beispiel sitzen. Und da versteht man sich ja auch gut. Es entsteht auch eine Symbiose. So oder so. Also Medien haben von ihrer Definition her eine ganz andere Aufgabe, als man ihnen oft zuschreibt. Wir wünschen uns natürlich Medien, die etwas dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft vorankommt. Aber da müssten wir das ganze Mediensystem anders organisieren. Die müssten eben nicht dann erfolgreich sein, wenn sie viel Gewinn machen, sondern sie müssten dann erfolgreich sein, wenn es den Menschen gut geht, genauso wie die Politik auch. Medien und Politik sollten dann mehr Ertrag haben für sich, wenn es allen Menschen gut geht, wenn alle Menschen glücklich sind. Aber da ist unser bisheriges System nicht dafür geeignet. Es gibt Systeme, also wir haben in der Wissensmanufaktur ja den Plan B entwickelt, wo das berücksichtigt wird. Die Medienpolitik wird ja in der Regel unter der Losung der Pressefreiheit abgehandelt. Und das ist insofern natürlich ein Betrug, weil genau die Eigentumsverhältnisse, die dahinter stecken, ja alles, was an objektiver Information oder Ähnliches angeht, prinzipiell strukturell verhindert wird. Ich will vielleicht mal an Karl Marx erinnern, der gemeint hat, die erste Freiheit der Presse müsste die sein, kein Gewerbe zu sein. Und da sind wir an dem Punkt, dass nämlich die Pressefreiheit heute darin besteht, dass 10 mächtige Familien über 70% oder 80% der Medien verfügen und bestimmen und damit auch bestimmen, was darin geschrieben steht und damit, was wir denken sollen oder woran wir glauben dürfen. Und davon muss man sich eben auch, indem man die Eigentumsfrage bei den Medien auf den Plan ruft, tatsächlich mal wirklich entschieden trennen. Das wäre, weil vorhin gefragt wurde, was haben wir denn positiv zu bieten? Ich hatte vorhin die Frage der Popularisierung der Notwendigkeit des NATO-Austritts genannt. Die Frage mit echte Pressefreiheit nur bei nicht privatrechtlichem Eigentum wäre eine positive Losung. Es gibt auch andere positive Losungen, wo wir demnächst demonstrieren könnten, nämlich zum Beispiel in Ramstein. Wir haben am letzten Wochenende im Juni
wieder die Demonstration und diesmal erstmalig auch eine Blockade oder ein Blockadeversuch dieser Airbase, wo wir uns gemeinsam davor setzen wollen und tatsächlich verhindern wollen, dass man dort rein und rauskommt. Und diese Frage, Rammstein schließen, ist etwas ungeheuer Positives, weil dies bedeuten würde, dass der Fluglärm, das permanente Kerosinablassen über der Region dort ebenso wegfiele, wie die Funktion, die Rammstein militärpolitisch ausübt. Und das ist noch im geringeren Maße die Funktion, dass von dort aus der Drohnenmord in der USA in dem ganzen Nahen und Mittleren Osten organisiert wird. Was macht denn Rammstein so außergewöhnlich, dass das so ein wichtiger Knotenpunkt ist? Was ist das Besondere an Rammstein? Ja, das Besondere an Rammstein ist insbesondere, dass es die Kriegsdrehscheibe ist, dass alle Waffen, alle Flugzeuge, die USA und die NATO in den Kriegen, die sie aktuell führen, ich muss die nicht alle aufzählen, alle Transporte über Rammstein laufen und alle verletzten US-Soldaten dort auch wieder hingeschafft werden, um gesund gepflegt zu werden. Was würde es bedeuten, wenn die Bundesregierung Rammstein schließen würde, sowohl jetzt für den Drohnen als auch für alle anderen Kriege? Das wäre ein Desaster für die Krieg wollen anscheinend. Das wäre natürlich ein Desaster, aber das entscheidende Hauptproblem bei Rammstein ist, dass es auch die Befehlszentrale für den sogenannten Raketenabwehrschild ist. Das ist schon wieder ein Wort, ein Betrug im Wort selbst, weil das klingt nach Defensive. Dabei ist es so, dass dieses IGIS-System landgestützt stationiert in Polen und in Bulgarien und auf diversen Kriegsschiffen die Fähigkeit hat, offensiv Mittelstreckenraketen auch atomar bestückbar abzuschießen. Und die in der Eifel im Fliegerhorst Büchel stationierten mindestens 20 Atomraketen der USA auch von Rammstein aus kommandiert wird. Kurz und gut, Rammstein schließen bedeutet, die Bundesregierung muss den sogenannten Vertrag über die Stationierung ausländischer Streitkräfte in Deutschland kündigen. Das geht mit einer Kündigungsfrist von 1 oder 2 Jahren und dann ist Büchel dicht. Und dann ist natürlich auch die ganze NATO-Verankerung geplatzt. Und um diese zentrale Frage geht es eigentlich, wenn wir sagen, Stopp Airbase Rammstein. Nicht nur um die Drohnen, sondern um diese Kriegsdrehscheibe, die uns hier in kürzester Frist in eine atomare Wüste verwandeln wird. Siehst du da eine realistische Chance, dass irgendjemand im politischen Berlin sich dem annimmt und sagt, ja okay, wir müssen da Rammstein dicht machen? Gibt es da überhaupt eine Diskussion oder findet es unter ferner Liefen statt? Im Wesentlichen findet es natürlich unter ferner Liefen statt. Es gibt verschiedene Anfragen der Partei Die Linke, die sich bezieht auf die Frage der Drohnenmorde und was der Bundesregierung davon bekannt sei oder nicht. Die Bundesregierung spielt da Mein Name ist Hase. Und es gibt darüber hinaus seitens der Partei Die Linken zwar keine Forderung nach NATO-Austritt, aber immerhin die Forderung nach Verlassen der Militärorganisation der NATO, also die militärische Integration zu verlassen. Ist zwar noch nicht die reine Lehre in meinem oder unserem Sinne, aber es ist natürlich schon ein entscheidender Schritt, der die Handlungsfähigkeit der NATO an dieser Stelle entschieden verändern, lahmlegen könnte. Dass dies irgendwann Aussicht auf Erfolg hat, kann man freilich bei den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag ebenso vergessen, wie auch wahrscheinlich bei den künftigen Mehrheitsverhältnissen im Rahmen der Partei Die Linke, in der ja auch der eine oder andere Abgesandte in der Atlantikbrücke sitzt und ein Eintrittsticket in eine neue Bundesregierung, zum Beispiel mit SPD oder Grünen, ja garantiert denen abverlangen wird, alles zu unterlassen, was irgendwie die Westbindung, die privilegierte Freundschaft mit dem Hauptfeind, nämlich den USA,
oder irgendwie beschädigen könnte, dem müssten die garantiert vorher abschwören. Und von daher sehe ich auf dem rein parlamentarischen Weg keine Hoffnung und keine Aussichten auf absehbare Zeit, wenn die Bewegung auf der Straße nicht mehr und kraftvoller wird. Wenn wir uns die Rolle der Grünen mal kurz anschauen zu diesem Thema. Die Grünen, ich erinnere mich, 98, vor genau 20 Jahren sind sie angetreten, Rot-Grün, Gerhard Schröder, Fischer als Außenminister. Das war ja noch so der Rest einer Friedenspartei. Heute bezeichnet man die Grünen eher so als NATO-Olivgrün. Was ist denn da passiert mit diesen Herrschaften, die alle aus den 68ern ja auch hervorgegangen sind? Das war doch mal eine Friedenspartei. Warum sind die Grünen keine Friedenspartei mehr, sondern stimmen ein in den Chor der Transatlantiker? Was ist da passiert? Ja, was da im Einzelnen passiert ist, ist schwer zu sagen, aber wenn du von der Zeit von vor 20 Jahren sprichst, tatsächlich im Herbst 98 ist diese grüne Partei in die Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder geraten und mit dem Aushängeschild Josef Fischer, den Kosenamen nehme ich natürlich nicht in den Mund bei diesem Kriegsverbrecher, und sie brauchten allerdings nur 3 Monate, um sich von der vermeintlichen oder erhofften Friedenspartei in eine Mörderpartei zu verwandeln, indem sie nämlich ab dem 21. März 1999 das erste Mal wieder deutsche Bomben im Ausland abgeworfen haben, nämlich in diesem Fall auf Belgrad, um den Schlussstein zur Zerstörung Jugoslawiens zu setzen. Ich habe damals auf allen Kundgebungen schon darauf aufmerksam gemacht, dies ist ein Türöffnerkrieg für weitere Aggressionen, die in der nächsten Zeit geplant sind. Denn das Wort Regime Change war damals offiziell noch nicht erfunden, aber genau darum ging es natürlich bei Jugoslawien, in dem der hier als schlechter und neuer Hitler diskriminierte Staatspräsident Milosevic sich nämlich weigerte, die Bedingungen für die Kredite von Weltbank und Weltwährungsfonds zu erfüllen und seinen öffentlichen Dienst und das soziale Netz im Land nicht abgebaut hat, sondern mit diesen Krediten aufrechterhalten hat. Und dies war bei der alleinselig machenden neuen Weltordnung, die damals von Clinton propagiert wurde, natürlich eine Todsünde. Und insofern musste der weggebombt werden, was dann mit dem von George Soros instrumentalisierten, initiierten Staatsstreich ein Jahr später, 2000, in Belgrad auch gelungen ist. Und wie ich sagte, Türöffnerkrieg, Saddam Hussein war der Nächste, der bestialisch ermordet wurde. Gaddafi wurde bestialisch ermordet. Die Außenministerin Clinton jubelte darüber. Als sie das Video von seiner Hinrichtung sah, wir siegten, er starb, war ihr mitfühlender Kommentar. Wir wissen also, wir leben in einem Verbrechersystem und das sind unsere besten Verbündeten, die derartiges von sich geben. Und nun ist es eben unsere Aufgabe, darüber zu wachen, dass im Ansatz jedwede Regime-Change-Losungen zurückgewiesen werden und insbesondere als solche erkannt werden. Es ist nicht erkannt, das heißt, die Mahnwachenbewegung hat 2014, sie ist ja auf die Straße gegangen, weil auch mit deutscher Mithilfe und US-Initialzündung in Kiew eine faschistische Junta an die Macht geputscht wurde. Hier sind vorhin über den Platz Menschen gelaufen, die gesammelt haben. Die haben gesagt, wisst ihr eigentlich, dass seit 6 Tagen ununterbrochen die ukrainischen Faschisten Gorlovka bombardieren? Wir sammeln Geld, damit wir 600 Kinder aus dieser umkämpften Region evakuieren können. Die haben hier solche Buttons verteilt und verkauft oder um Spenden dafür gebeten. Das sind unmittelbare, positive Anliegen, für die es sich lohnt, auch heute weiterhin auf die Straße zu gehen. Es müsste nur bekannt werden und zum Gegenstand und zum Mittelpunkt
von Mobilisierungsaktivitäten durch uns alle gemacht werden. Also das wusste ich nicht, dass da jetzt wieder aktuell Kämpfe sind. Da sieht man mal wieder die Rolle der Medien. Ich scanne die Medien jeden Tag und habe das eigentlich nicht aufgeschnappt. Jenny, ich würde gerne dich nochmal fragen. Hast du, also ich bin von mir ausgegangen, ich habe früher die Grünen gewählt. Das war für mich die einzige logische Alternative als Friedenspartei, als ökologische Partei. Ich dachte, das ist das Beste. Viele sprechen ja seit 99, wie wir es gerade eben gehört haben, auch vom Sündenfall der Grünen Partei, dass das eben ein Fanal war, wirklich eine Zäsur. Warst du selber früher mal Grünen Wählerin und wie siehst du die Partei heute? Weil das waren ja die einzigen, die wirklich Frieden auf der Fahne stehen hatten. Nee, also die Grünen habe ich nie gewählt. Muss gestehen, wenn ich dann zur Wahl ging, habe ich SPD gewählt, weil das war Familientradition. Das haben meine Urgroßmutter, muss ich sagen, ja, das war halt so. In der Nazizeit hat sich meine Urgroßmutter und mein Urgroßvater geweigert, aus der SPD auszutreten. Ich habe das Parteibuch noch, da ist bis zu dem letzten Tag, wo der Bote rumgehen durfte, um die Beiträge zu kassieren, sind da Marken geklebt worden. Und sofort nach der Nazizeit ist auch weiter Marken geklebt worden. Also das ist schon seit Urgroßelternzeiten auch bei uns in der Familie so gewesen. Na, und vor meiner Schule standen sie, haben Kugelschreiber und Bälle an uns Kinder verteilt. Ist auch klar, was man dann mit 18 wählt. Ne? Ich bin dann irgendwann, als ich begriffen habe, dass dieses Parteiensystem per se nicht funktionieren kann, weil das immer ein Klüngel gibt, habe ich mir dann gedacht, nee, das ist... Deswegen ist es auch völlig wurscht, ob es eine AfD gibt. Parteien, egal welche Parteien das sind, die spalten grundsätzlich das Parlament. Es gibt einen Klüngel und wenn die Parteichefs bestimmen, wer die wichtigen Ämter besetzt und dann damit unser Schicksal gestaltet, wenn das nicht mehr wir entscheiden, dann können wir das Wählen auch lassen. Das ist einfach so. Was wir bräuchten, wären eigentlich Direktkandidaten für jedes Amt. Ich habe heute Morgen noch in meinen Facebook-Account geschrieben, du brauchst, wenn du ein Auto fahren willst, du brauchst einen Führerschein, du brauchst einen Bootsführerschein, du brauchst einen Angelschein. Wenn du Taxi fahren willst, du musst mindestens 21 sein, eine Ortskundeprüfung ablegen, LKW-Fahrer, medizinisch-psychologische Gutachten und so weiter. Aber um regieren zu können, brauchst du nichts weiter als 18 sein und die richtigen Kontakte zu haben. Was ist denn das für eine Arbeitseinstellung? Ich sag mal, jeder verlangt, wenn er Leute einstellt für eine bestimmte Aufgabe, gewisse Qualifikationen. Der will erstmal wissen, was kannst du, was hast du bisher gemacht? Hast du das gut gemacht? Was sagen denn deine Chefs? Da leg ich mal deine Zeugnisse vor. Aber die Kasper da, ja, ist doch wahr. Da sind eine Handvoll Leute, die sagen so, und du bist jetzt Außenminister. Ja gut, wir handeln jetzt noch ein bisschen rum, dann können wir dich als Finanzminister nehmen. Das ist doch keine Regierung. Das ist eine Kasperbude. Also wirklich Tritra Tralala und was anderes ist es nicht. Ich nehme die lange nicht mehr ernst. Und ich glaube vor anderthalb Jahren auf irgendeiner Rede mal gesagt, und mit solchen Leuten, die da sitzen, mit denen rede ich gar nicht. Mit denen rede ich gar nicht, weil die sind nicht wichtig. Wichtig sind die Leute, die hier sitzen, die Politik bei sich zu Hause machen, hinterm Gartenzaun, überm Gartenzaun. Leute, die Sachen in Bewegung setzen, wie zum Beispiel die Hilfe jetzt für die Kinder, die da kommen nicht auf die Idee. Hier läuft jemand mit einer Spendendose rum, um ein paar hundert Kinder da vor der Bombardierung zu retten. Das ist Politik, das kann man unterstützen. Was interessieren mich die? Die haben mich nicht lieb. Steht auf meinem Wohnmobil. Wer dich belügt, betrügt und ausplündert, ist nicht dein Freund und will es auch nicht sein. Und wenn jemand nicht mein Freund ist, ja, was habe ich von dem zu erwarten? Also ich bin jetzt wieder leidenschaftlich geworden. Rico, was sagst du denn zu dem Vorschlag, zu dem Bundestagsführerschein, also dass jeder Abgeordnete vorher eine Prüfung ablegen müsste, vielleicht mit einer Fahrprüfung oder einer Tauglichkeitsprüfung? Würdest du das befürworten? Geh mal bitte vom Kabel runter. So. Okay. Das bist du. So, danke.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorschlag, der das Ganze ein bisschen verbessern könnte, aber ich fürchte, das reicht nicht. Und das möchte ich kurz erklären, weil noch anhand deiner Frage, warum sind die Grünen so geworden, wie sie geworden sind? Sind das jetzt einfach nur schlechte Menschen gewesen oder ist es ein bestimmtes System, was das Schlechte in den Menschen eben hervorholt und sie dazu zwingt, so zu werden? Aber besser gesagt, ja, wenn wir das so gemacht hätten damals, hätten die alle so einen Führerschein gehabt. Wäre es dann besser gelaufen? Vielleicht ein bisschen, ich glaube aber in Wirklichkeit nicht. Denn um erfolgreich zu sein, muss man bestimmte Regeln befolgen in der Politik. Man muss einfach sich, um nach oben zu kommen, braucht man die Ellbogen. Und wer diese Ellbogen nicht hat, der kommt nicht nach oben. Das ist ein ganz einfaches Prinzip in allen Parteien, das gilt überall. Man muss gut, ja, nach oben gut kriechen können und nach unten die Ellbogen haben. Wer das hat, das ist eine charakterliche Auslese, die dort stattfindet. In allen Parteien gilt die. Und deswegen setze ich da auch nicht allzu große Hoffnungen in alternative Parteien, die heute jetzt kommen. Auch wenn da jetzt noch gute Ansätze sind, sie werden zermürbt durch dieses System, was nur solche Menschen mit solchen Eigenschaften nach oben hebt und spült. Also selbst wenn man es noch so will, kann man gar nicht anders. Das System an sich, das gesamte Parteiensystem, da sind wir uns einig, Jenny, das gesamte Parteiensystem beruht auf Teile und Herrsche. Und solange wir daran festhalten, können wir die Probleme, die wir haben, die in ganz anderen Bereichen sind, die ganz andere Lösungsansätze fordern, als Parteien sie jemals liefern können. Solange dieses System beibehalten wird, werden wir da nicht rauskommen. Wir müssen das Parteiensystem an sich, die ganze politische Steuerung überdenken. Aber ich denke auch, dass Volksentscheide nur dann was helfen können, wenn das Volk nicht permanent manipuliert wird. Aber eine Wahl ist ja auch eine Volksentscheidung. Ja, da wird ja das Volk auch manipuliert. Also man braucht ja nicht unbedingt die Wahlen zu manipulieren. Es reicht ja, wenn man den Wähler manipuliert, damit er dann die Parteien wählt, die seine Interessen mit Füßen treten, in Wirklichkeit. Aber das wissen ja viele einfach nicht. Und da kommen jetzt die Medien wieder ins Spiel. Also wir müssen das Gesamtsystem betrachten. Alles. Ja, das Wirtschaftssystem, unser System der Abstimmung, wie machen wir hier die Willensbildung, wie wird die Bildung, überhaupt die Bildung beeinflusst. Du meinst also, wenn Menschen mit guter Absicht in die Partei gehen und auch nach oben wollen, dann werden die automatisch abrasiert, dann werden die angepasst und es ist gar nicht möglich, Reformen anzustreben, wenn man nicht in dem, ja, wie soll ich sagen, wenn man nicht die Parteilinie befolgt, oder? Ja, ich kann da auch ein bisschen erzählen. Ich war jetzt selber gerade gestern im Bundestag, habe da ein paar Abgeordnete besucht, die ich persönlich kenne, und die haben mir einfach erzählt, wie sie selber darunter leiden, unter dieser Stimmung, und wie sie an sich selbst schon diese Veränderung wahrnehmen, dass sie diese einfach machen müssen. Die wollen das nicht, die wehren sich dagegen. Aber die sind zum Teil auch wirklich total überlastet schon deswegen, aufgrund dessen, was sich da zwischenmenschlich auch abspielt in diesem System. Ich habe das ja selber wahrgenommen dadurch, dass ich drin war. Da herrscht ein ganz anderes Klima des Umgangs. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da noch nicht drin war. Und wenn man da nicht schnell genug mit neuen Menschen reingeht, mit vielen neuen Menschen, die dort drin eine ganz andere Stimmung verbreiten, die diese Schwingung, zwischenmenschliche Schwingung da drin verändern, dann kann man das nicht schaffen. Selbst wenn man es schnell genug schaffen würde, würden langfristig doch wieder diese Prozesse greifen, dass diejenigen mit viel Macht eben diejenigen fördern, die ihre Interessen vertreten. Und klar, die Einzelnen, die Frieden wollen, der Frieden hat ja keine Lobby, am Frieden verdient man nichts, ja, man verdient was am Waffenverkauf. Und solange dieser Geldeinfluss nach wie vor anhält, kriegen wir das, egal in welchem System, leider nicht verbessert. Ich wollte dem Erich noch mal kurz das Wort geben, aber ich möchte den Klaus nachher gleich noch mal fragen. Die Frage merken wir uns gleich, wie deine Begegnungen mit dem Politiker waren in deinem Leben. Du bist bestimmt auch schon einigen begegnet. Ob das so ist, dass man dann automatisch dann immer angepasst wird und sonst gar keine Chance hat. Aber Erich, wie ist deine Erfahrung gewesen mit dem Frieden und der Grünen Partei insgesamt? Genau, also da wollte ich noch mal kurz darauf zurückkommen, wobei ich auch der Runde nur zustimmen kann. Ich möchte einmal daran erinnern, wenn Wahlen was ändern würden, wären sie nicht erlaubt.
und möchte auch nochmal zum Nachdenken mit nach Hause geben heute, dass Politiker im Wort Ursprung, wisst ihr, was das heißt? Das leitet sich im Ursprung von Blutsauger ab. Das finde ich schon mal ganz interessant, dass das im Wort Ursprung diesen Kern eben hat. Und im Wort Regierung, da ist das Wort Gier auch irgendwie enthalten. Das lässt mich auch immer wieder grübeln. Und auf die Grünen nochmal zurückzukommen, also nach deren damaligen Gründung und diesem Aufkommen in Richtung Frieden und Ökologie, Nachhaltigkeit, da gab es ja in der Gründungsführung spitze ein paar merkwürdige Vorfälle, wo Menschen auch ins Leben gekommen sind. Und in der Folge war es für mich von Anfang an so, dass die Grüne Partei von Anfang an dazu eben benutzt wurde, die Friedensbewegung, die eben aufkam mit Großdemonstrationen von 800.000 und mehr, einfach diese Friedensbewegung von Anfang an zu okkupieren, zu spalten. Das war von Anfang an der Auftrag der Grünen und darum kannst du auch die Partei total vergessen. Also, Petra Kelly gemeint gerade, oder? Ja, also Petra Kelly und Co., das war ja alles ziemlich merkwürdig und abgefahren, also nicht so schön. Und könnt jetzt auch über Joschka Fischer noch ein paar Anekdoten erzählen, das lasse ich an der Stelle lieber, aber Demokratie, das wird mir auch persönlich viel zu oft mit E geschrieben. Also dieses demokratische System, das wir hier so haben, also ob das wirklich so friedlich orientiert ist, wage ich doch auch sehr stark zu bezweifeln. Und Demokratie im Übrigen, um damit zu verdeutlichen, wie Rico sagt, das System wird uns nie in Wohlstand, in Frieden, Fülle, Freiheit bringen. Das können wir völlig vergessen, weil Demokratie, wenn wir uns die Wahlergebnisse mal anschauen, ist ja auch nichts anderes wie eine Diktatur einer Minderheit über eine noch kleinere Minderheit, aber von irgendeiner mehrheitsfähigen Regierung, die den Volkswillen umsetzt, kann man überhaupt nicht im Ansatz sprechen. Also es ist auch nur eine irgendeine Form einer Diktatur in einem anderen Gewand, aber wirklich zum Wohl der Menschen wird da nichts passieren. Und ich wiederhole mich da gerne nochmal, die Menschen müssen selber ein neues System kreieren, wir müssen es selber auf den Weg machen, selber Lösungen erschaffen. Also die Lösung von der Politik und den Parteien wird es auf gar keinen Fall kommen, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Insofern geht nicht mehr wählen, weil wenn Wahlen erlaubt wären, dann, also wenn sie was ändern würden, dann wären sie nicht erlaubt. Ja, vielen Dank, Erich. Ja, Klaus, jetzt nochmal die Frage. Wir haben es gerade gehört, eben auch, selbst wenn junge, engagierte Politiker meinen, sie können irgendwas an dem System ändern, bekommen sie schon die Zwänge im Bundestag mit. Wie sind da deine Erfahrungen? Hast du Politiker getroffen in deiner Karriere, in deiner Zeit? Wie ist da deine Erfahrung? Wie werden Menschen systemkonform gemacht, wenn sie sich in so ein System hineinbegeben? Naja, also bei mir von Karriere zu sprechen, ist natürlich etwas doch keck. Aber unabhängig davon, im hessischen Ostermarschbüro hatten wir jahrzehntelang eine Sprecherin, die hieß Uta Zapf und sie war Mitglied der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion. Das war auch die Abgeordnete aus meiner Heimatstadt, Offenbacher Main. Und sie kam mit dem Josef Fischer 1998 an die passende Regierungskoalition, SPD und Grüne. Und sie hat bereits zu den nächsten Ostern ihren Job als Sprecherin des Ostermarschbüros aufgegeben. Und sie hat dem Kriegseinsatz in Jugoslawien zugestimmt. Und sie hat auch weiteren Kriegen und sonstigen Einsätzen zugestimmt. Wie das gekommen ist, so eng sind wir zum Glück nie befreundet gewesen. Zum Glück. Es ist schwierig, aber eigentlich immer wieder dasselbe Bild. Und das hat systemische Ursachen, wie es so schön heißt. Natürlich stimme ich zu, dass man die Kappen nicht ernst nehmen kann. Natürlich kann man weder das Marsmännchen, das uns als Außenminister repräsentiert, noch die Kriegsministerin von der Leyen irgendwie ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite, sie machen ihren Job. Sie machen ihn natürlich nicht für uns. Sie machen ihn, wie hier schon gesagt wurde, um unsere Interessen, aber sowas in Grund und Boden zu treten. Alles klar. Aber sie haben Auftraggeber. Von wem? Bei welchem Institut war früher der Scholz, der jetzt Finanzminister ist? Bei welchem Institut ist der
von welchem Institut ist der Draghi entsandt worden? Von welchem Institut ist bitte sehr der neue französische Präsident? Ja, wir wissen doch alle, wie die Namen dieser entsprechenden Banker heißen. Und deren Aufträge werden dort aber sowas von zuverlässig abgearbeitet. Und da hat es überhaupt nichts gebracht, dass diese neue Macron-Bewegung La France en Marche jetzt eine Menge neuer Parlamentarier in dieses französische Parlament gespült hat, die alle nicht durch die vorangegangenen Erfahrungen schon krumm gebogen, abgeschliffen, sonst wie versaut waren. Nein, sie funktionieren aber ein Mann und ein Befehl im Auftrag von Goldman Sachs oder wie diese Herrschenden sonst noch alle heißen. Und von daher ist das Hauptproblem, wenn wir uns nur auf das politische System konzentrieren, auf die Frage der Repräsentanz des Bürgerwillens konzentrieren, dann ist das Problem, dass die Herrschaften, die dort Abgeordnete sind, grundsätzlich von ihren Parteibürokratien abhängig sind. Und das System, das anders wäre, müsste sein, man teilt die Stadt in Wahlkreise ein oder das ganze Land in Wahlkreise ein. Gibt's ja eigentlich auch, momentan schon. Und dort bewirbt sich jeder um ein Abgeordnetenmandat, wer will, ohne Parteihintergrund. Der kann in einer Partei sein, mir egal, aber er bewirbt sich direkt vor den Bürgern um ein Mandat. Und er wird in diesem Wahlkreis in Persönlichkeitswahl bestimmt. Und er ist rechenschaftspflichtig gegenüber den Bürgern und nicht gegenüber der Parteibürokratie. Und er muss mindestens einmal im Jahr, man kann auch darüber diskutieren, zweimal im Jahr in seinem Wahlkreis eine Versammlung machen, wo er einen Rechenschaftsbericht ablegt. Hat er jetzt für Steuererhöhungen gestimmt? Hat er jetzt für die neuen Überwachungsgesetze gestimmt? Hat er für die Rüstungsexporte gestimmt? Ja oder nein? Und die Wähler müssen in diesen Versammlungen das Recht haben, den auch abzuberufen, wenn er nicht so funktioniert, wie er nach ihren Vorstellungen funktionieren soll. So könnte man natürlich schon zu was kommen. Also man kann, wie gesagt, eine ganze Menge diskutieren und überlegen, wobei ich immer vor zu großen Illusionen warne. Wir dürfen nie vergessen, wer in diesem Land eigentlich die Macht hat. Und das ist das große Kapital und das zieht die Fäden. Und das bestimmt, was in der Presse und in den Medien steht. Und wenn wir denen das Handwerk nicht legen, das heißt, wenn man ihnen das Eigentum an den Produktionsmitteln nicht sowas von radikal unterm Arsch wegzieht, dann wird es auch mit den schönen Träumen über die Direktwahl von Abgeordneten und ihrer Rechenschaftspflicht wahrscheinlich so schnell nichts werden. Das war ja jetzt mal genau das richtige Stichwort. Wir reden hier die ganze Zeit über Parteien, was ja völlig sinnlos ist, solange die Macht vom Kapital ausgeht. Und deswegen müssen wir genau dort ansetzen. Dort sitzt die Macht, die uns vorsetzt, wer hier den Schaffner macht, ja, während jemand ganz anderes entscheidet, wohin der Zug eigentlich fährt. Ja, aber wie willst du solche Machenschaften angehen, wenn da Strukturen sind, die Milliarden im Kreuz haben, die haben so viel Geld, um ganze Armeen aufzustellen, die kaufen einfach ganze Länder, wenn sie Lust haben. Wie kann denn der kleine Mensch auf der Straße, wie können wir friedensbewegten Menschen sagen, okay, da haben wir jetzt einen Hebel zum Ansetzen, das ist der erste Punkt, wo wir was ändern können. Ja, die bekommen ja ihre Macht von uns. Wir verleihen sie ihnen durch unseren Einkauf zum Beispiel. Die beziehen ihre Macht durch uns. Und da schließe ich mich selber auch nicht aus. Ich versuche nur, einen Teil, so gut ich kann, da nicht mehr Energie hineinzugeben. Das heißt, ich versuche ein Stück weit, wie es mir in meinem Rahmen möglich ist, auszutreten aus diesem System und mich mit anderen Menschen zu vernetzen, so wie es ja hier ganz gut möglich ist. Hier sind ja die Leute, mit denen man sich vernetzen kann. Da möchte ich auch die Leute hier im Publikum nochmal dazu aufrufen, hier Kontakte zu knüpfen und sich dann miteinander zu verstärken.
sich gegenseitig zu helfen, dann braucht man weniger von diesem System. Und je mehr Leute da mitmachen, desto mehr Energie fließt dort raus. Und dann drücken die da oben ihre Schalthebel, aber hier unten ist einfach nichts mehr dran, was sich bewegt, weil wir hier nicht mehr darauf angewiesen sind. Ja, dazu fällt mir dann gleich ein, nutzt ein, also euer Bargeld, das ist ja das einzig gesetzliche Zahlungsmittel, das wir haben. Banknoten und Münzen. Es ist in 20 oder noch mehr Jahren elektronischen Zahlungsverkehr nicht möglich gewesen, im Bundesbankgesetz irgendwo mal zu verankern, dass das, was wir auf dem Konto haben, gesetzliches Zahlungsmittel ist. Das muss man einfach mal wissen. Und wenn jetzt zum Beispiel das Finanzamt kommt und sagt, wir nehmen kein Bargeld mehr, was sollen wir da denn von halten? Also im Grunde genommen, euer Bargeld ist Freiheit. Es ist nicht überwachbar, es funktioniert ohne Strom und sie wollen es abschaffen. Und wenn die irgendwas wollen, wenn die von uns irgendwas wollen, dass wir etwas tun oder etwas glauben, dann sollten wir gerade das Gegenteil machen. Die wollen, dass wir elektronisches Geld nutzen, ich nutze Bargeld. Die wollen, dass ich glaube, Putin ist böse, ich glaube den nicht. Und so geht das auf ganz vielen Ebenen. Mensch, Leute, jeder kann so viel machen in seinem eigenen Leben. Der Widerstand beginnt erst im eigenen Kopf, dann im eigenen Haushalt. Ihr müsst erstmal den Widerstand im Kopf haben, dass ihr da ein lautes Nein habt. Wirklich einfach ein Nein erstmal als Basis. Ich mache da nicht mit. Und dann überlegen, wie setze ich das um? Kaufe ich wirklich von Nestle oder kaufe ich beim Bauern um die Ecke? Da geht's los. Und je mehr Leute das machen, und es machen immer mehr, ich erlebe es wirklich, es sind immer mehr Leute, die sagen, nein, Nestle kaufe ich nicht mehr. Nein, ich unterstütze nicht mehr den Konzern sowieso. Leider immer noch zu viele, die sagen, ich kaufe bei Amazon. Leute, es gibt Alternativen, das muss nicht der Verein sein. Ne? Also es gibt immer eine Alternative. Wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch, hat meine Mutter immer gesagt. So, und sucht einfach euer Gebüsch. Wartet nicht darauf, dass euch jemand das Gebüsch zeigt. Ihr habt Augen im Kopf, ihr habt Ohren. Sucht es selber eigenverantwortlich über sein Leben wieder bestimmen. Weil Frieden, so viel ist auch mal sicher, geht nur mit Freiheit. Freiheit geht nur mit Frieden. Das geht Hand in Hand. Und erstmal frei im Kopf sein, sich frei machen von dem, was andere Leute denken. Andere Leute Meinung Gassi führen. Kann man aufhören, man sollte sich doch mal eine eigene Meinung bilden und die dann Gassi führen, ohne Angst davor, dass andere einen nicht mehr lieb haben. Weil wenn jemand mich nicht mehr lieb hat, weil ich meine Meinung Gassi führe, ja tut mir leid, das ist dann nicht der Mensch, der unbedingt in meinem Haus zu Besuch sein muss. Ich kann ohne den leben. Aber ich kann nicht damit leben, dass ich lügen muss, um anderen Leuten zu gefallen, damit andere Leute mich gern haben, die belügen muss über das, was ich denke und fühle. Und da fängt es wirklich an mit dem Frieden, mit der Freiheit. Die Freiheit, sich zu erlauben, wirklich man selber zu sein und dann danach zu handeln, was man am liebsten tun möchte. Nicht, was irgendwer von einem fordert, egal wer das ist. Ja, was du sagst, klingt alles sehr logisch. Das erfordert aber auch einen gewissen Erkenntnisprozess. Dass du sagst, du musstest an den Punkt kommen. Für die Menschen, die diese Erkenntnis noch nicht haben, wie erreichen wir die denn, dass wir sagen, okay, ja, du musst jetzt umdenken, du musst in deinen Konsum denken, anders handeln, du musst anfangen, andere Medien zu konsumieren. Wie erreichen wir denn die Leute, dass sie anfangen, diese Prozesse wahrzunehmen? Ja, ich kann dazu auch kurz was sagen. Also zum Thema Bargeld kann ich nur beipflichten. Wir erreichen die zum Beispiel dadurch, indem man mein Buch liest, Bargeld AD, Scheiden tut weh. Also ich habe das mir ausführlich beschrieben, auch viele, viele Lösungen eben dazu. Und ein praktischer Hinweis für den Alltag, wenn wir eben bei Amazon und Co., eBay und so weiter Geld umsetzen und Dinge konsumieren, dann bringt es in dem Finanzkreislauf vor Ort maximal 1,40 Euro. Und wenn wir in dem regionalen Händler beim Bauern um die Ecke, beim kleinen Tante-Emma-Laden, beim normalen kleinen Buchladen eben einkaufen und uns ein Buch holen, dann bringt es eben 2,60 Euro in den regionalen Kreislauf. Das ist also erheblich mehr an Durchfluss und wir haben vor Ort etwas. Ganz davon abgesehen haben die großen Konzerne zahlen ja kaum Steuern. Also wir müssen uns wirklich im eigenen Kopf verändern, wir müssen das Konsumverhalten ändern.
Und das ist einfach ein No-Go, bei Amazon und Co. zu konsumieren. Das geht einfach gar nicht. Also das muss man einfach aufhören. Das wäre ganz praktisch für den Alltag. Und natürlich auch im Konsum, also Süddeutsche und Co., Mainstream und so weiter, konsumieren geht auch nicht mehr. Wobei zu denken, was ist eigentlich gewünscht und das Gegenteil zu machen, hast du schon auch recht. Also so verhalte ich mich auch im Alltag und dann sind wir schon auch einen Riesenschritt weiter. Und wie gesagt, wenn wir einfach im Kleinen beginnen, dann haben wir auch eine Chance auf Frieden und Frieden ist der Weg. Und wie du schon sagst, Freiheit und Frieden hängt wirklich miteinander zusammen. Und die TV-Antennenbuchse am besten zu betonieren, um sich alternativ zu informieren oder am besten einfach mit aufgeklärten Menschen sich unterhalten. Das hilft auch dem eigenen Bildungsstand ungemein. Und dann sind wir auch da wieder einen Schritt weiter und können andere, also wenn ich heute nur einen Menschen irgendwo in einem Gespräch begeistert habe für eine persönliche Aktion, dann fahre ich hoch, zufrieden und glücklich wieder heim. Dann habe ich eine Menge erreicht und wenn wir das jeden Tag einfach tun, dann haben wir eine gute Chance, das Ruder noch rumzureißen. Ja, ich kenne deinen Ansatz, wir kennen uns ja auch schon lange, du bist da auch unerbittlich und hast viel Ehrgeiz, aber wie schaffen wir es denn, dass die Leute aus ihrer Wohlfühlzone, aus ihrer Komfortzone rauskommen und eben sagen, nee, ich gehe jetzt nicht ins Internet zu Amazon bestellt es, sondern ich gucke mir lokal an, wo gibt's denn das, oder ich gehe zum Biobauern und nicht eben in den Supermarkt gleich vor der Haustür. So, wie kriegen wir einen wohlgemeinten Arschtritt voran? Ja, so wie können wir die Leute anstupsen, ohne dass es zu sehr wehtut, aber es muss schon spürbar sein. Wie schaffen wir das? Im Wesentlichen nicht, indem wir uns so verhalten, wie man es von uns erwartet. Indem du das Unerwartete tust, fangen die Leute plötzlich an, die Augen aufzumachen. Ich habe heute Morgen ist mir eine Joggergruppe begegnet. Lauter junge Leute, topfit, ne, wie ein Turnschuh. So, und ich stehe da mit meinem Hund, warte, dass die vorbeiziehen und lächeln. Das haben die nicht erwartet, die haben mich angeguckt, was will die denn von uns? Aber nachher der Letzte von denen, der hat sich dann gefreut. Und ich denke mal, vielleicht, wenn diese Leute irgendwann heute denken, wieso hat die Frau gelächelt? Lächeln? Wie geht denn das überhaupt? Die Leute, damit fängt es doch an. Einfach mal was Unerwartetes tun an der Supermarktkasse. Einfach mal sagen, komm her, Sie haben nur zwei Teile, gehen Sie mal vor. Mein Wagen ist voll. Oh, wirklich? Ja. Kostet nichts, tut nicht weh. Und mit dem Unerwarteten wächst du sie auf. Die sind doch alle irgendwie gefangen in ihrer Welt. Jeder muss so viel arbeiten. Jeder hat so viele Aufgaben. Es wird von uns so viel verlangt. Tu dies, tu das. Du musst sportlich sein. Du musst joggen gehen. Du musst ins Fitnessstudio. Du musst deine Kinder zum Klavierunterricht bringen. Du brauchst noch mehr Schuhe. Du brauchst alles Mögliche. Ständig kommen Anforderungen von außen an uns, die uns dazu verleiten, andauernd in Bewegung zu sein. Der erste Weg, sich selber kennenzulernen und mit sich selber erstmal ins Klare zu kommen, ist, sich selber auch die Zeit gönnen, ohne äußeren Einfluss. Also wirklich einfach mal die Leute davon überzeugen, geh doch mal ohne Handy irgendwo hin, setz dich irgendwo hin. Man muss gar nichts Revolutionäres tun, das ist schon revolutionär genug. Ich habe mal im Buch gelesen, dass jemanden mit dem Radio, Kofferradio auf dem Gepäckträger vorbeifahren. Da sagt die Frau zu ihm, der hat Angst, dass er die Vögel singen hört. So und so sind die Leute heute aber auch. Jeder läuft mit dem Knopf im Ohr rum. Jeder sucht nach Informationen und stopft sich voll mit Informationen, nimmt sich aber nicht die Zeit, das mal sacken zu lassen. Und da geht's doch los. Jeder sagt, der ist so, der ist so, der ist so, das ist so einer. Kennen die Leute eigentlich sich selber? Erstmal, man weiß genau, wie andere Leute denken und ticken und kennt sich selber gar nicht. Und da fängt es irgendwo an. Und wenn wir da mal ins Gespräch kommen mit Leuten und fragen, wer bist du eigentlich? Ich bin Hans Meyer. Ja, ich habe nicht gefragt, wie dein Name ist. Ich habe gefragt, wer du bist. Dann guckt er auch. Der wird mir das nicht beantworten können, aber er denkt drüber nach, da wette ich mit dir. Da sich unsere Diskussionszeit ja wahrscheinlich leider zum Ende hin bewegt, will ich mal sagen, wir haben eigentlich nicht unbedingt Grund, nur pessimistisch in die Zukunft zu sehen und auch nicht auf die Bevölkerung.
weil alle Umfragen, die in den letzten Monaten und Jahren stattgefunden haben, machen deutlich, dass das Friedensthema ein bei der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung ganz klares, hoch angesiedeltes Thema ist. Wir haben die Situation, dass NTV zum Beispiel eine nicht repräsentative, aber trotzdem Umfrage mit über 15.000 Antworten gleich nach der sogenannten Ukraine-Krise machte und die Frage stellte, haben Sie Verständnis für Putins Kurs? Und die Antwort waren sensationelle 96% haben ja, sie haben Verständnis geantwortet. Und wir haben erst vor 14 Tagen eine repräsentative Umfrage gehabt, wer ist die größte Kriegsbedrohung auf der Welt. Und da haben über 50% gesagt, die USA. Und auf die Frage, ob denn eine Bedrohung von Russland ausginge, haben über 70% mit Nein geantwortet. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir diese doch eigentlich optimistisch stimmenden Ergebnisse dazu, dass die Bevölkerung auch tatsächlich den Arsch hebt und auf die Straße geht. Ob hierher oder nach Rammstein demnächst oder zum Pax Terra Musica Festival einen Monat später, das ja auch stattfindet. Ich denke, nur wenn wir mit dem eigenen guten Beispiel vorangehen, dass wir auf die Straße gehen und dass es möglich ist, dass man auf die Straße gehen kann und dass es gut tut, dort mehr andere zu sehen, die sich für das gleiche Ziel einsetzen, haben wir die Chance auch entsprechend zu wachsen. Und dass wir daran anknüpfen müssen, an diese prinzipielle Friedensstimmung in der Bevölkerung, das kann man auch, indem man die massiven Truppentransporte, die Panzerverlegungen, die durch die Mark Brandenburg rollen, um an die neue Ostfront verlegt zu werden. Sie schreiben in den Medien wirklich hemmungslos Ostfront. Zwar nur in dem Kontext, dass die armen Bundeswehrsoldaten nicht genügend Klamotten für den kalten russischen Winter hätten, aber da tauchte in allen Meldungen der Begriff Ostfront auf. Das muss man den Menschen mal entsprechend hinter die Ohren, um die Ohren hauen, damit sie wach werden. Und deshalb ist in der momentanen Situation die Frage Frieden mit Russland etwas, was wir gar nicht hoch genug hängen können und ständig wieder unter die Leute bringen müssen. Dankeschön. Also das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, diesen Gedanken, dass trotz aller Medienpropaganda ein Großteil in unserer Bevölkerung sich dessen Test 1, 2, wunderbar. Ja, Low Budget, wir kriegen es trotzdem hin, trotz der Technik. Also dieser Gedanke ist wunderschön, dass eigentlich ein großer Teil der Bevölkerung sehr wohl weiß, was hier wirklich passiert, dass kein Mensch Krieg mit Russland möchte, dass die Menschen alle Frieden lieben, dass wir ein objektives Auge haben auf unsere Welt. Und ich glaube, auch wenn wir nur wenige Leute sind, die Rolle der alternativen Medien sollte man wirklich nicht unterschätzen. Wir sind dabei, wir sind sehr viele in diesen Medien, die vernetzt sind. Auch wenn wir heute nur 100 oder 200 Menschen waren, den ganzen Tag über vielleicht 500. Das, was jetzt hier alles aufgenommen wird, der ganze Beitrag, alle Berichte, die gehen raus und die sehen dann im Laufe der Zeit Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende. Und auch das wird wieder einen großen Punkt weiterbringen. Also ich bin sehr zuversichtlich, gerade was die von dir gerade erwähnten Zahlen und Fakten sind. Wir sind gar nicht so wenige und vor allem unser moralischer Kompass zeigt einfach in die richtige Richtung und nicht in die verkehrte Richtung wie in dem Gebäude hinter uns da. Ich möchte auf jeden Fall vielen Dank sagen für die angeregte Diskussion. Erich Hartmann, Erich Hambach, Klaus Hartmann, Jenny Friedham und Rico Albrecht, vielen Dank, dass ihr mit uns hier auf der Friedensmahnwache wart. Und auch vielen Dank an das ganze Orga-Team, die das trotz aller Widrigkeiten auf die Beine gestellt haben. Vielen Dank, Berlin. Macht euch einen schönen Abend. Wir sehen uns wieder, spätestens nächstes Jahr. Dankeschön. So, das letzte Mal, wo ich überhaupt
überhaupt nur Leute auf der Straße fällen darf. Ne? Ich habe mein eigenes Mikrofon, hat ja so vor sich hin, warum, wenn ich so nah ran bin, habe ich ja gerade.